Nicht der Kung-Fu-Kämpfer lebt nicht mehr, aber sein Geist lebt weiter in Chang-Fu, der Todeshammer. Sie sind zu pessimistisch. Sie sollten mehr Selbstvertrauen haben, mehr Mut. Ich räche meinen Bruder. Das ist meine Pflicht. Ich werde es tun. Das schwöre ich. Sie wollen die Schule retten. Und Sie wollen, dass alle Xinwu-Schüler überleben. Dann dürfen Sie nicht zaudern. Dann müssen Sie sich auch dafür einsetzen. Kämpfen Sie für Ihre Schule. Ihr dürft nicht länger zusehen. Es wird nur noch schwerer für euch. Chang-Fu, der Todeshammer. Er will Gerechtigkeit für sich und sein Volk. Und er setzt sie durch. Chang-Fu, der Todeshammer. Ein Film, in dem die besten und härtesten Kung-Fu-Kämpfer sich gegenüberstehen. Ein Festival für Kung-Fu-Spezialisten. Denn in diesem Film sind die Techniken verschiedener weltbekannter Chinesen vereint. Hör mal zu, Junge. Du hast wohl den Verstand verloren, was? Du kannst nur verrückt sein. Da scheint irgendwas kaputt zu sein. Du scheinst nicht zu wissen, was es heißt, einen Japaner herauszufordern. Anscheinend bist du verrückt. Du scheinst irgendwas am Kopf zu haben. Dich hat einer ganz offensichtlich um den Verstand gebracht. Ich soll dich wohl umlegen, du kleine Ratte. Chang-Fu, der Todeshammer, töricht sich ihm in den Weg zu stellen, denn seine Hiebe sind tödlicher als der Biss einer Kobra. Sehen Sie das Vermächtnis des Kung-Fu-Königs, Chang-Fu, der Todeshammer, demnächst in diesem Theater.